Genau, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es geht wieder los! Folge 5, es ist soweit, ich hab richtig Bock. Ja, Sandro hat sich extra ein Apartment genommen. Er ist für die nächsten 2 bis 3 Tage hier. Ja. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich hab und noch eine Sache, Bock. Vergesst nicht, die Zeit läuft. Bewirbt euch jetzt für alle, die die Möglichkeit haben und sich sehen, bei Icon 6 mitzumachen, Talent haben. Ihr sollt nicht warten. Wie viele Tage haben wir noch? 11. 11 Tage, ja. Also gebt jetzt richtig Gas. Verbreitet das so. Ja, deswegen, gibt Gas. Let's go. Passt es nicht. Bevor wir reinstarten, noch eine wichtige Info. Wir schreiben uns ja so ein paar Künstler immer auf, ne, die wir gut finden für die Top 100. Genau. Ich bin jetzt gerade, um auch transparent zu sein für die Community, bei etwa 30 Leuten auf meiner Liste, die ich in der Top 100 sehen würde. Bei 30, damit ihr auch so Bescheid wisst. Aber das heißt nicht nur, weil er das so sieht, dass die auch reinkommen. Also ich habe zum Beispiel auch meine Kandidaten. Ja, Sandro auch. Ne? Sandro auch, aber das heißt jetzt nicht zum... Der Colin hat schon 1000 Künstler auf seiner Liste, Bruder. Der hat einfach jeden, der in der App ist. Der hat schon die Top 100 fertig eigentlich. Wenn wir den Colin fragen, gib mal deine Liste, der sagt einfach, guck in die App, Bruder. Der sagt einfach nur Smelly. Alle, die in der App sind. Der sagt nur Smelly, Bruder, Rest nicht. Und Kirisa von IQ4 damals wird der noch mitnehmen. Okay, let's go, komm. Der erste Kandidat der heutigen Folge ist Alan, ein Icon 4 und Icon 5 Künstler, ne? Ja. Icon 4 war er auch, oder? Ja. Genau. Okay, let's go, wir gucken mal, was er aus sich gemacht hat. Letztes Jahr war der mit Alan Massari als Du, jetzt aber kommt er wahrscheinlich als Solo. Soweit ich gehört habe, hat Massari sich wohl dazu beschlossen, irgendwie aufzuhören. Komplett? Zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, ob der wieder angefangen hat. Aber Alan startet jetzt, glaube ich, alleine durch. Okay. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus. Let's go, wir checken mal ab. Warum sind wir keine Einigkeit? Bitte ruf ich nicht mehr an, das letzte Wort ist schon gesprochen. Meine Seele ist am Taumeln, ich bin jeden Tag am Hoffen. Das ist alles wohl ein Ende, nicht will endlich wieder lachen. Aber wie wenn du dich fängst in meinen inneren Gedanken, Baby, schon okay. Es ist das Resümee, lass dich endlich gehen. Hab es eingesehen, mach's mir gleich bequem. Doch ein Zeichen fehlt und mich raus aus der Hut. Wollte dir vertrauen, doch du gehst leer aus. Halt die Distanz, hast mich nicht verdient. Letzte Zeit war für mich zu viel. Du bist gestorben in meinen Augen. Alles, was ich mach, ist eine Therapie. Baby, c'est la vie. Sagtest du nicht, wir sind beide eins? Sagtest du nicht, was von Ewigkeit? Auf einmal bist du für uns nicht bereit. Statt mich zu öffnen, tat ich's mit Gewalt. Heute laufen wir dir Side by Side. War das alles für dich Zeitvertreib? Wegen dir kann ich nicht einsam sein. Warum sind wir keine Einigkeit? Ja, Alan ist halt, also eine Sache, die mir auf jeden Fall gefällt an ihm, ist seine Stimme. Ja. So, der hat auf jeden Fall eine schöne, so rauchende Stimme. Ja, ja. Das ist nicht schlecht, was ich gehört habe. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das das Beste ist, was er eigentlich braucht. Safe nicht. Also würdest du sagen, er hat sich weiterentwickelt oder würdest du sagen, er hat sich zurückentwickelt, nachdem du das jetzt gehört hast? Ja, für mich ist er immer noch da, wo er ist. Ja, so. So, also es war halt nicht schlecht und es war okay. Ja. Es war ordentlich. Guck mal, so, bei dieser Bewerbung ist es so, dieses, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Aber das ist ja dieses Problem. Und wir haben nur Platz für 100 Leute von mehreren tausenden Bewerbern. So, und das Problem ist, wenn du nur Platz für 100 Leute hast, dann darf nicht dieses, boah, der ist gut, aber der ist auch noch dieses, so, weißt du, da ein bisschen Baustelle. Bruder, wir wollen Künstler, die platzen. Wir wollen Künstler, wo wir sagen, wir können nicht verzichten. Es ist eine Fehlentscheidung, wenn wir sagen nein. Ja. Weißt du? Safe. Und ich glaube, der kann mit seiner Stimme noch viel krasseres machen. 100%. Safe, und bei Alan steckt sehr viel Potenzial drin. Und ich muss sagen, das war leider ein bisschen zu wenig für mich. Für nur meine Meinung. Ja. Nur meine Meinung. Weil ich genau weiß, dass eigentlich in ihm musikalisch viel mehr rauszuholen ist. Ja, okay, das auf jeden Fall. Schlecht war es auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Alan ist schon ein talentierter Künstler. Aber ob es jetzt für die 100 sofort reicht oder nicht, werden wir dann später nachschauen. Schreibt gerne eure Meinung rein, wenn ihr für Alan seid oder votet in der App. Okay, als nächstes haben wir Ozak. Hatte der nicht noch letztens Icon gedisst? Hat er Icon gedisst? Ja, ich glaube schon. Das ist so schnell sieht man sich wieder, hä? Ja, ich würde dann sagen, switch mal direkt zum nächsten. Er hat doch jetzt den richtigen Weg gefunden, Bruder. Oder? Ist alles gut. Sicher. Ich hab auch, oder so, weißt du? Man hat viele Fehler gemacht, aber irgendwann findet man den sicher, richtigen Weg. Sicher, soll man den Anruf nochmal nachfragen zur Sicherheit? Er hat jetzt den richtigen Weg eingeschlagen. Let's go, wir gucken mal. Mein bester Freund ist Russe und heißt Makarov. Die Waage digital, die Waffe analog. Aus der Heimat Haselnuss. Zwei Plantagen, Kusch, Halbmondstern auf Passaport. Zigaretten, Asche, Rau, die Lunge schwarz. Und ich puste den Rauch der Gulag. Schau in ihre Augen stundenlang. Karadenis, gib ihr den Geduld.
kurz, Bro. Das ist aber so echt kurz, ne? Guck mal, ich... Ja, ne, fang an. Echt? Fang an, ja. Also, ich find's cool, es hat was. Ich sag dir, wie es ist. Also, ja. Mich hat er jetzt schon mehr abgeholt als beispielsweise Alan, ne? Es war auf jeden Fall nicht, für mich nicht monoton. Ja. Ne? Ich find's cool. Ich fand so. Den Einstieg, den Anfang fand ich cool. Aber dann, wo diese Mello reinkam, ne? Wo der so seine Stimmlage verändert hat, fand ich wesentlich besser, cooler. Mhm. Es ist halt was anderes. Ich verstehe auch, wenn viele Leute da draußen sagen, nein, es ist nicht meins und sonst was. So, das ist was komplett eigenes. Yeah. Das ist sehr eigen. Ich finde, seine Stimme, jetzt, wo er am Ende gesungen hat, er hätte da mehr zeigen können. Das war viel zu kurz. Ja, viel zu kurz, habe ich bewertet. Dass du jetzt was Kleines, Kurzes gehört hast, klar, touch das Take, weil der Anfang war halt cool. Aber das Ding ist, wenn er diese Stimme bei Icon bringt, dieses sehr leise, da wird er halt live, finde ich, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, ne? Weil du musst dich selbst hören, du hörst dich über eine Anlage, du hast keine Kopfhörer, kein Nix. Das stimmt. Ich weiß, ich hätte viel mehr erwartet. Mhm. Ich glaube, in ihn steckt viel mehr als das, was ich gehört habe. Das war aber definitiv zu wenig. Definitiv. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Bewerbung war. Ja, ich weiß auch nicht, ob es jetzt reichen wird. Mal schauen, das werden wir dann später besprechen. So. Aber wenn ihr für Ozark seid, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder votet in der App. Das werden wir dann schauen, ob es reichen wird. Ich fand ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Der hat was Interessantes so. Ja, safe. Vom Image auch. Ja, ja, interessant, ja, safe. Okay, als nächstes kommen wir zu Peppo NWD. Panik, okay. Let's go. Siebter Stock hier in the kitchen. Liegen Tüten mit verschiedenen Gewichten. Viele Lügen mit verschiedenen Geschichten. Setz dich hin und hör mir zu, lass mich berichten. Ich mach das alles nicht wie Gucci Bags und Prada Schuss. Ich mach das, weil die Straße ruft und mich damals die Straße schuf. Bei uns läuft mit JJ und mit Tase gut. Bei euch ist höchstens Nase zu. Ich glaub, du brauchst ein Taschentuch. Siehst du nicht am Straßenrand, der Junge weint? Für ihn ist der Dschungel weit ein Wunder, wenn die Wunde heilt. Er wird älter, verkauft Kunden weiß. Ja, Bruder, der Umsatz steigt, aber dafür Mutter weint. Das ist es beschwert, kleiner Bruder, ich verlor Mama früh und weiß genau, wovon ich rede, ey. Diese Zeiten werden schwer, kleiner Bruder, ja, dein Herz wird sehr kühl, aber jeder muss durchregen, ey. Verlier niemals dein Gleichgewicht, beweis dich nicht bei anderen, weil du Zelle ganz alleine sitzt. Und wer wirklich an deiner Seite ist, merkst du ganz am Ende, wenn keiner mehr an der Seite ist. Kein Geld, keiner da, keine Liebe, kein Schlaf, ja, so war's jeden Tag in meinem Leben. Ich war draußen auf Jagd, mein Zuhause, der Park, egal wonach du fragst, ich kann's klären. Ronde la rue, mein Kopf gefangen, Batimo, ich such den Ausweg. Ich glaube, das Ende wird traurig, ey. Ja. Soll ich anfangen? Ja, ja. Okay, bei Peppo muss ich sagen, wir kennen ja schon einiges von ihm, ne, von der Vergangenheit. Er war ja auch schon mal hier, wir haben ja auch schon mal auf seine Musik reagiert. Und ich weiß auf jeden Fall, dass er auch live was drauf hat. Mhm. Er hat eine gute Luftkontrolle, deswegen auch so dieses Thema, ob er live das kann oder nicht, schon mal ausgeschlossen dementsprechend. Ich weiß, dass er sehr gut singen kann und eine gute Stimmkontrolle hat, aber auch sehr gut rappen kann. Und auch von dem, was er erzählt, es ist real. Mhm. So, er hat ja viel von seinem Familienverhältnis und so privat erzählt. Deswegen so die Zeilen, die haben gewischt bei ihm. Und dementsprechend finde ich auch so seine Lyrik an sich ist auch sehr stark. Ja. Ein hoher Knackpunkt und was nicht so gut ist an einem Peppo, ist, wie er sich nach außen hin verkauft. Ich finde, er ist leider noch ein bisschen zu ruhig. So zum Beispiel, als er hier saß mit uns, war er sehr ruhig, so sehr effende, also nicht so dieses nach so außen. Introvertiert einfach. Es ist ja zu in sich zurückgekehrt. Wisst ihr? Und das fehlt noch ein bisschen. Da muss man auf jeden Fall noch dran feilen und so dieses nach außen hin präsentieren, dieses, ja, so verkaufen vor der Kamera, das fehlt noch. Aber so an sich musikalisch habe ich da keine Einwendung, muss ich sagen. Also ich habe von Peppo auf jeden Fall einiges schon gehört, was deutlich besser war als das hier, muss man sagen. Es war jetzt auch nicht das Beste von ihm. Das war von Seite, das merkt man. So, ich hätte mir auf jeden Fall was Krasseres gewünscht oder auch erwartet. Und wenn es dann für Peppo reicht, dann muss er auf jeden Fall Vollgas geben, weil vor allem, was du gesagt hast, so, er muss auf jeden Fall erreichen, dass er bei den Leuten im Kopf bleibt. Ja. So, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ja. So, alles andere stimme ich dir auf jeden Fall voll zu. Ja. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall, du hast mir natürlich jetzt genau das weggenommen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe ehrlich gesagt, so, es wird vielleicht jetzt den meisten nicht gefallen. Ich habe natürlich viel mehr erwartet, als ich heute gehört, als von ihm. Als ich jetzt gehört habe. Ich kenne auch viel Stärkeres von ihm. Ja. Sehr viel Stärkeres. So, ich finde, klar, der kann dieses gute Storytelling gut verpacken in diesen Film, die er fährt, weißt du. Ein bisschen glaubwürdig auch, weißt du, was ich meine? Er weiß, wir sind auch bis jetzt der Beste, den wir gehört haben. Mhm. Aber ich finde immer noch so, wie gesagt, ich kenne Sachen, die von ihm, die sind viel stärker. Mhm. Viel stärker. Definitiv. Auch gesangtechnisch viel stärker. Aber man muss trotzdem sagen, dass er Potenzial hat. Er hat das jedenfalls Potenzial, klar. Ob es jetzt reichen wird für die Top 100, werden wir euch dann auch nochmal bekannt geben. Wenn ihr für Peppo seid, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder votet in der App für ihn. Ja, Mann. Aber Peppo ist auf jeden Fall ein Künstler, der ist auf jeden Fall richtig bei Icon, würde ich sagen. Ja.
So, als nächstes haben wir Noah Amano. Anik, das ist doch... Der hat viel produziert von Skandal und so. Ja, ja, der hat doch voll viele Sessions mit dem gehabt. Nicht nur mit Skandal, auch mit anderen Künstlern, soweit ich weiß. Auch Jihad und so weiter. Ja, ne? Ja, ja. Ne, auch so andere von Icon, glaube ich. Ey, cool. Let's go, wir gucken. Alle meine fucking Feelings leblos. Häng auf der Straße, finde keine Nähe. Bin allein mit meinem Ego. Zeiger dreht sich für den Stundentag. Fühl mich grau in einer bunten Stadt. Der kleine Noah sieht mich in den Videos. Fragt sich, wer der Typ ist, dick und rapper Fahrer. Schreib tausend Songs, seit ich denken kann. Leere Plätze, wo die Ängsten waren. Tiefe Narben scheinen lila Farben, weil mich mittlerweile dieses Geld schon jagt. Alles schwarz und mir Dunkelheit. Herze frohen und wie zugeschneit. Schau für mein eigenes Grab schon seit einigen Jahren. Teufel, renn mir die Bude ein. Frag mich, wie kann man schon los da sein? Krieg mit mir so wie auf Borderline. Kalte Seele auch zur Sommerzeit. Doch kein Problem, solange Gott mir bleibt. Alles in mir brennt mir noch ein Zug. Vielleicht folgt ja der Segen nach dem Fluch. Ja, Sandro, fang du mal diesmal an. Schau mal so, der Anfang hat mich nicht so gecatcht. Ja. So, ich sag's so ehrlich, wie es ist. Ich finde, der hat eine, kann sich gut zeigen. Das ist aber dein Bereich so. Ich würde sagen, so Gesang, der hat eine gute Stimme, aber weißt du, wo ich die erst gemerkt habe? Ich sage, der hat eine coole Stimme. Am gegen Ende. Ja. Gegen ja. Ende fand ich es okay. Am Anfang fand ich es so ein bisschen. Ja. Habe ich halt oft gehört. So, weißt du, es halt mich. Aber was sagst du den Reimen? Bei Gesang ist es so immer, was Reimen angeht, ist so einfacher, die du die bildest, desto besser kriegst du die gesungen. Ja. Weißt du, aber ich weiß jetzt halt nicht. Aber ich finde trotzdem, er bringt trotzdem was mit. Er bringt sehr viel Erfahrung mit. Weißt du? So. Und auch so dieses, so, dass am Anfang die Stimme so war und gegen Ende so, muss ich sagen, trotzdem zeigt das mir, wie gut er mit seiner Stimme auch umgehen kann letztendlich, weißt du? Und ich denke, er kann auch noch ganz andere Töne treffen, als die, die der bisher getroffen hat. Am Ende top! Ich schließe mich euch an, aber ich finde ihn trotzdem interessant. Ja, ja. Ich glaube, da steckt noch wesentlich mehr drinnen, aber wird nicht einfach, sagen wir mal so. Ne? Neben den anderen Sängern, die ich weiß, die da noch da sind, wird es auf jeden Fall nicht einfach. Richtig. Aber mal gucken, ob er sich durchsetzen kann. Ja, so, wir werden sehen. Okay, als nächstes haben wir Emi. Bis zum Grabstein, ich bin Emi. Kaum zu trennen, meine Psyche ist am Ende meine Seele verbrennen. Jahrelang fürs Überleben gekämpft. Meine Eltern so nah, aber trotzdem fremd, denn ich hab's nicht schlecht gehabt. Von der Psychiatrie rein in die Einzelhaft. Abgekämpft für Erfolg und aufgehört zu schlafen. Gute Taten haben mich dann recht gemacht. Ich bin Emi, ich bin nicht wie du. Hab ich kein Geld für was, ja, dann trink ich den Blut. Nach der bekommt immer die Flut. Alhamdulillah, Mama, uns geht es gut. Gedanken, doch ich bin gescheitert. Auf alle Scheißen ist leider nicht einfach. Meine Kindheit gespeichert, mein Herz ein Eisfach. Emi, du willst was live, ich schreib bis auf dein Grabstein. Wolltest da sein, doch wurde zu einem Staatsfeind. Verdammt, mein Vater sagt, wie kann man so begabt sein? Ich brauch kein Sparschwein mehr, denn ich will nicht arm sein. Fast life, komm mit nem Marsch rein. Mach dein Arsch klein, du bist mit mir, ich sag's kein. Du willst fast life, ich schreib bis auf dein Grabstein. Guck mal, ich sag euch, wie es ist. Ich fand den Anfang cool, ne, aber dann relativ schnell abgeflacht für mich. Echt? Ich fand's umgekehrt. Echt? Fandst du gegen Ende cool? Ich fand, gegen Ende fand ich wieder seine Stimme eingesetzt. Dieses Ruhige steht ein bisschen mehr. Mhm. Hätte er sein Part vielleicht mit der Stimme gebaut, so, wäre das vielleicht anders gekommen. Am Anfang war das mir irgendwie, ich kenne diese Melodien schon, das war mir zu viel irgendwie, ich weiß nicht wieso. Weißt du, was ich für ein großes Problem habe bei ihm? Und da reden wir ja aus Erfahrung von Icon, sobald wir die Bewerbung abchecken, ist jeder immer gut und sobald die dann ins Studio kommen, können die nicht das abrufen, was wir erwarten letztendlich, warum wir den in die Top 100 gelassen haben. Und das, was er gemacht hat, ist sehr studiobasiert. So, das ist meine große Sorge. Jetzt unabhängig von dem, was ihr beide gesagt habt, denke ich halt noch andersrum. Ja. So, deswegen müssen wir gucken. Schreibt aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Also wie gesagt, ich hätte es umgekehrt gern gehört. Hätte das, was er hinten gepackt, am Anfang gepackt, hättest du vielleicht direkt dieses Dings mitgehabt. Nee, ich check, was du meinst. So, als nächstes haben wir einen Künstler, der war auch bei Icon 5. Hat sich dann gegen Icon entschieden, aber dafür dann die Jury zu dissen. Und jetzt jawohl! Was ist das, wieder ein Jury-Diss? Nein, er hatte die Jury gedisst, nachdem er selber ausgestiegen ist. Mhm. Und jetzt wieder bei Icon 6, Denno. Let's go. Alle reden über Denno, so als wäre ich ein Hassprediger. Letzte Hoffnung in Hannover schon als Achtjähriger. Schuss der Rapper wieder ein, ich bin Ivan Drago. Wollte immer Künstler sein, so wie Frida Kahlo. Heute Nacht bin ich in Hamburg mit Zero am Stammtisch mit Manu. Ich droppe ne Single und sie kommen so wie Francis Ngannou. Mal bei ihr, das hier ist kein Liebesfilm. Baller sehen nur noch Hass in mein Spiegelbild. Hab am Mittag in der Hand.
Hand, als wär ich Handwerker. Lass die Leine hier einfach sitzen, so wie Bankwärmer. Wenn du in Hanuni da warst, Michalos und Babas für Carlos Santana, Chaos und Harash, pack der Wart und die Kala. Und Bachalis zu Giano und mach die Ringe zu einem Edelpunkt. Köpfe sind am Rollen wie im Kegelclub. Denn es wär am besten, wenn die Bullen mich am besten nicht erkennen. Wer will testen, der sich tose, die auf deinem. Stark. Von Seite ganz kurz, Bruder. Guck mal, ich sag euch, wie es ist. Denno ist ein sehr starker Künstler. Er hat eine geile Stimme. Er kann gut rappen. Er kann gut singen. Er kann so, schon gut verkaufen. Er sieht auch gut aus, muss man sagen. Ne? Aber eine Sache steht ihm im Weg und es ist er selber. Ich glaube auch. Ich sag euch, wie es ist. Er steht sich selber im Weg. Das ist Ego. Ja. Wenn er sein Ego ein bisschen weniger. Daran muss er arbeiten. Der öffnet sich damit viel mehr Türen. 100%. Weißt du? Vor allem dieses Ego, was du sagst, so dieses, er hat sich gegen Icon entschieden und dann hat er ja Icon gedisst. Ja. Weißt du, das ist ja auch so ein Thema. Musste nicht sein, ist aber passiert. Ist nicht schlimm. Aber dann hat er sein Ego trotzdem eingeschaltet und gesagt, ey, beiseite damit, ich komm und zeig diesmal richtig. Ja. So, und wenn er das so mehr kontrollieren kann und mehr so an sich menschlich arbeitet, dann kann er auch viel mehr erreichen, 100%. Der Punkt, den du gerade gesagt hast, menschlich, weil nachher bist du noch mit anderen Künstlern unterwegs und du willst dir das nicht kaputt machen. Irgendwann sind wir ja auch egal, weil irgendwann arbeitest du ja nur noch mit den Künstlern. Weißt du, was ich meine? Ich habe an ihm raptechnisch nichts auszusetzen. Er ist ein starker Künstler. Der hat auch gute Flow-Passagen. Der weiß auf jeden Fall, wie es geht. Hat sogar, ich denke, dass er auch One-Take gut ist. Und wirklich, die Punkte, an denen er arbeiten muss, sind genau die Punkte, die er gerade angesprochen hat. Ja. So, und dann kann man sehen, was man aus ihm machen kann. Und glaub mir, er wäre ein Künstler, ne, wenn er bei Icon weiterkommt, er würde explodieren. Glaube ich auch, ja. Safe. Kann ich mir nur vorstellen. Ja. Der ist Icon-tauglich. So. Wenn euch Denno gefällt, dann votet für ihn in der App. Genau. So. Und als nächstes kommt Kubik. Kubik. Ich will nur Money sehen, denn ich hab für Liebe keine Zeit. Als gefangen im tiefen Winter, Seele gefroren zu Eis. Will Mama nie wieder leiden sehen, mit Rechnungen im Postfach. Trust, deine Pakete helfen nicht weiter. Tenukje Bur, Botte je Kur. Nukje Haroi, Babes Kurs, Anitsche, Mikam Su. Odialiem, vertrau deinen Freunden genauso wie deinen Enemies. Shiptaria Legacy, Cinematic Gallery. Ich pushe zwar keine Pakete, aber leben hier am Limit. Denn ich kenne Leute, die haben kein Gott, aber eine Klinge. Mein Herz wird schon mal gebrochen, es tut mir leid. Gefühlloser Körper, ich atme zum Zeitvertreib. Denn ich komm gefahren im 21 Zoller Mandery. Die Stimmung werden auf ein. Wie sehr willst du zeigen, dass du Albaner bist, Bruder? Er nimmt einfach den, nicht nur albanischen Leid, er nimmt noch den Adler mit rein, Bruder. Ganz wichtig. Aber jetzt gerade wird's interessant, warte. Lass mal kurz hören. Sie will meine Stimme, sie will meinen. Ihr Name so schön, sie heißt Melodie. Baby, ich habe dir so sehr vertraut. Die Dollars, die Brille ist die schöneren Frauen. Ich küsse dein Herz, dass du nie was gesagt hast. Die immer Cherie, meine Madame. Meine Madame. Ey, das Ende wurde richtig geil, finde ich. Ich fand das Ende stand ihm ein bisschen mehr als der Anfang. Ja. Ich glaube, bei diesem Rap-Storytelling finde ich halt mittlerweile so, ihr müsst halt lernen, ein bisschen Platz zu lassen, wenn ihr Zeilen schreibt. Diese anstatt einfach mal den Beat ein bisschen leben lassen. Bisschen erzählerischer werden. Weil so gibst du dem Zuhörer auch ein bisschen Zeit, diese Line zu verdauen oder aufzunehmen, weißt du? Ich glaube, vielen Rapper fehlt halt ein bisschen wie die Ausdrucksform, wie ich etwas rüberbringe. Oder wie der Konsument es wahrnimmt. Genau, zum Beispiel. Aber das kommt ja noch später. Ja, aber es ist halt unterschiedlich. Ich sage, ich bin zu Hause, mein Vater geht's nicht gut. Das ist jetzt, aber ich bin zu Hause, weiß, mein Vater geht's nicht gut. Nimmst du anders wahr? Ja, verstehst du, was ich meine? So, die müssen viel an den Ausdruck, an der Botschaft arbeiten. Das ist halt nicht einfach. Ja, aber trotzdessen, das Ende war krass. Trotzdessen, das Ende fand ich sogar persönlich, wie du schon gesagt hast, stand ihm mehr. Ich fand ihn tatsächlich auch sehr interessant. Müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ob es jetzt dann am Ende noch was wird, werden wir uns dann am Ende für entscheiden oder eher nicht. Mal gucken. Okay, als nächstes haben wir Fatme. Ah, warte mal kurz. Aber ja. Zum zweiten. Ja, die, die sollte ja nochmal neu einsenden. Das genau, hat mit Colin gesagt. Zum zweiten. Sie war in der ersten Folge. Genau. Ja. So, da zum zweiten. Haben wir gesagt, es war zu kurz. Es waren ja 10 Sekunden Outlaw-Trailer. Ja. So, und jetzt bin ich gespannt. Let's go, wir gucken. Icon 6 Bewerbung. Diesmal richtig. Vorbei, ja, du weißt es doch selber. So viel Fehler gemacht, aber dachte ich, wir zwei mit der Zeit werden. Ich muss weg von dir.
von dir. Halt mich nicht mehr fest, lass mich gehen, ich muss hier raus. Das Ende wird auch sehr interessant jetzt hier, yeah, genau, wo sie Cut gemacht hat. Deutlich besser. Die Länge deutlich besser als letztes Mal. Sie kann auf jeden Fall auch die Töne langziehen. Ja. Ne? Und ich finde, sie hat so Skandal zum Beispiel. Er hat eine Maske getragen, ne? Aber es ist bei ihm so, es hat so eine Wirkung auf dich mit der Maske. Und das hat sie auch. So, das ist, sie hat so ein Charisma mit der Maske, weißt du? Hatte aber, er auch. Ja, aber die repräsentiert sich ja ständig. Du kennst sie auch nur so. Nö, ich kannte sie vorher auch gar nicht. Echt? Also ich hab sie nur so. Also ich aber Skandal doch auch. Ja, auch. Aber bei ihr habe ich sie das erste Mal mit Maske überhaupt bei der Bewerbung sehen. Vorher habe ich ja gar nur immer so. Ja. Aber bei ihr hat das irgendwas Besonderes. Ich weiß nicht, was es ist, diese Maske. Ja, ja. Weil ja, ich sage euch ehrlich, momentan, wir müssen uns nichts vormachen. Jeder zweite Maiken hat eine Maske an. So, lasst euch was anderes einfallen. So, das ist auch gut für euer Image. So. Yeah. Ihr wollt ja auch nicht verglichen werden irgendwann mal in Zukunft mit irgendeinem anderen Künstler. Überlegt euch was anderes, was cool ist. Ja, safe. Aber kommen wir mal zum Musikalischen. Ich muss sagen, so die Töne, die sie getroffen hat, ist geisteskrank. Also auch so die Kopfstimme und so. Also sehr, 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 sehr starke Töne, die getroffen hat. Ich finde, bei ihr kann man aber auch bisschen, ich glaube, während Icon, wenn sie dann, wenn es reichen sollte, wird sie wahrscheinlich noch eine Richtung für sich, also sie hat noch nicht eine feste Richtung, würde ich sagen. Ich glaube, die kann noch bessere Richtung finden, wo man sagt, boah, das ist noch krasser. So zum Beispiel das, was Alinda gemacht hat. Weißt du, stell mal vor, das mit Fatmes Stimme. Weißt du, das kann richtig krass werden, dann noch mit einem Jungen da drauf oder so. Das kann richtig knallen. Also bei Fatmes 100% Potenzial noch rauszuholen. Mal schauen, was man da rausschöpfen kann. Ich glaube, als Kombi mit einem männlichen Künstler könnte das sehr, sehr interessant sein, weil ich glaube, Fatme kann auch, glaube ich, eine Hook noch viel stärker singen als da. Ja, das kann sehr interessant werden. Und ich glaube, ballademäßig ist sie auch sehr interessant. Das war ja wieder so was Schnelles, ne? Deswegen. Okay, als nächstes haben wir Rickline. Let's go. Den Namen kennt man. Ja, von letztem Jahr. Echt? Ja. Alle abgefuckt, aggressiv mit Butterfly-Jacke und der Bobbitz auf Bewährung. Also zum Beispiel jetzt wieder perfekt das, was du gerade gesagt hast mit Maske. Letztes Jahr war er ja ohne Maske. Ey, stimmt. Und immer in der Seitentasche, für ein paar Scheine, Verkauf an die Über... Bitte? Ich erinnere mich nicht mehr an ihn. Der war so richtig breit, voll tätowiert und so. Ja, da war der auch so Hochhäusern. Leute, glaub mir, lass die Finger von so einer Kacke. Unter 50.000 Euro dreh ich keine krumme Sachen. Wegen Patte werden beste Freunde schnell zu einer Ratte. Wirst verraten von Leuten, mit denen bist du aufgewachsen. Schwarze Rappen lassen in meiner Welt große Träume Platz. Kleine Taten entwickeln sich mit der Zeit zu dicker Akten. Regentage, 24 Stunden ist man nur am Rasseln. Traue nicht mal meine Schatten, wie auf Boden wir verraten. Wenn die Sonne untergeht, hörst du nachts den Teufel lachen. Draußen sprechen wir eine eigene Sprache. Geschäfte laufen nachts in den Zeiten Gassen. Abgeführt im Streifen wacken, ja sie stellen Fracken, nennen keinen Namen. Höre Sirenen kreisen im Block, lauf immer hellwach nach zu stehen Block. Geschäfte laufen im 20. Stock, wieder nehmen sie einen von uns auf. Höre Sirenen kreisen im Block, lauf immer hellwach nach zu stehen Block. Weißt du, was ich gedacht habe, Alter, ich muss mich auf jeden Fall korrigieren, Bruder. Ansonsten habe ich auch schon, weißt du, wie der sich angehört hat, wie Burak? Bisschen, ja. Ja, bisschen. Ich check, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich finde irgendwie Burak interessanter, Alter. Weißt du, was er jetzt wirklich falsch gemacht hat, was ihm jetzt ein bisschen geschadet hat, die Maske? Weil ich fand vorher, als ich den so gesehen habe, weißt du, er war, glaube ich, ohne T-Shirt, er war ja so, er ist ja schon wesh, so muss man ihm lassen. Er war ja voll tätowiert und von dem, was er dann erzählt hat, konntest du dem das noch mehr abkaufen. Aber dadurch, dass er jetzt sich maskiert hat, ist es irgendwie bei mir verschwunden. Der dachte halt wahrscheinlich, aufgrund seines Image hat es vielleicht letztes Jahr nicht geklappt. Nein, aber letztes Jahr sein Image war doch gut, weißt du? Ja, aber wer weiß, diese Maske hat er nicht nötig. So. Ja, so. Sag mal so jetzt, ja natürlich, wir können uns jetzt um die Maske streiten, aber ich fand das jetzt musikalisch, also jetzt... Ja, so, das war jetzt auch nicht so, das hat mich jetzt auch nicht... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, ja. Ich war fokussiert auf seine Stimme, so, das hat mich wirklich an Burak erinnert. So. Ja, hat mich auch nicht so gecatcht, um ehrlich zu sein. Okay, als nächstes haben wir... Digga, schon wieder eine Maske, Junge, recht doch! Officially Katalea wahrscheinlich, ich weiß nicht, wir gucken. Wurde heute keine Diva, denn die Straße, sie erzog mich zu Bandita. Weil ich mit mir zu viel Kriege hab. Schlangen um my body wie Medusa. All eyes on me, als wär ich Tupac. Ich will einen Diamond Ring, nur wenn ich durch die Scheiben dreh. Weißt du, wie hieß nochmal diese eine Party von Party? Wie heißen die nochmal? Boah, stimmt, ja, ja. Wie heißen die beiden? War das 6ix9ine wollte ich sagen. 6ix9ine. Nein, Luna und Juju. Ja, ja, ja. Da, Juju. Die hätte in so eine Richtung gehen können mit ihrer Stimme. Hat sie nicht gemacht. Als die Hook kurz vor dieses Drop anfing, habe ich gedacht, jetzt kommt bestimmt Safe. Weil von der Idee hat mich das voll an die erinnert, an Juju und diese. Mhm. Aber
die Lines, die waren halt so, keine Ahnung. Nee, der Text war wirklich gar nicht gut. War sehr austauschbar, ja. All Eyes on Me wie Tupac und so. Die Ansätze waren da, abgesehen von der Lyrik her, die kann auch viel machen, weil die Stimme war da. Die Stimme war wirklich... Um wirklich diesen Stil zu fahren, die diese zwei gefahren sind, weil es so ähnlich. So, aber jetzt, ob es reichen wird, das müssen wir uns nochmal überlegen. Ja, auf jeden Fall. Okay, als nächstes haben wir Janito 044. Laut machen. Overdose, wir kommen dem Ende nach, weil ich wieder Blut an den Händen hab. Der Letzte, der steht, denn ich hasse nicht für einen Mazda, bin wach, will den Bentley fahren. Macht es nicht aus, es tut mir leid, träum unter Mond von der Cuban Ice. Narbe sie halt, doch hat ihren Preis. Ich weiß nicht, wohin ich gehen kann, guck auf meine Fehler. Dylan sagt, bleib heute noch hier, sie lässt sich los, sie klebt dran. Sorry, Baby, Session zieht die Nächte, ich komm später. Blickkontakt zu dir, doch bin zu blind, dass ich was sehen kann. Auf Alkohol und Weiß, bis die Sonne wieder scheint. Baby, sag mir nicht, du hättest verdient, dass ich heute noch bei dir bleib, falls ich innerlich zerreiß. Baby, sag mir nicht, dass du das verdient. Auf Alkohol und Weiß, bis die Sonne wieder scheint. Baby, sag mir nicht, du hättest verdient, dass ich heute noch bei dir bleib, falls ich innerlich zerreiß. Baby, sag mir nicht, dass du das verdient. Guck mal, bei ihm muss ich sagen, seine Stimme hat was sehr Interessantes, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, an manchen Stellen hätte er die noch besser nutzen können. So, zum Beispiel, der hat ja und dann hat mir dieses, wo der mehr aus sich rauskommt, diese, wo der explodiert, diese Stimme hätte, der hätte die noch krasser bedienen und einsetzen können müssen. Ja. Weißt du, das hat mir ein bisschen gefehlt, dieses Explodieren. Ja, weißt du, was auch richtig schwierig ist für einen Künstler, glaube ich, da draußen ist, dementsprechend ist ja gesagt, du hast eine Stimme, ja. Ne? Ich habe auch eine Stimme. Ja, weißt du, was ich meine? Das Ding ist, weißt du, wo auch viele den Fehler machen? Das ist auch, das wird momentan richtig unterschätzt, ist die Songauswahl und die Beatauswahl. Es ist manchmal, denke ich mir, ist das der Beat wirklich, der zu mir passt? Weißt du, was ich meine? Das ist auch voll sich schwierig. Zu finden, meinst das du? Ist richtig ja, schwer. Ja, 100%. So, du könntest deine Stimme jetzt nehmen und irgendwo anders fangen und denkst, boah, voll krass. Es ist, es spielt auch eine riesen Rolle, welchen Film du fahren willst. Eine Beatauswahl, das ist krass. Ja. Oder so, oder? Dementsprechend, der hat was Interessantes, ja. Aber ich weiß halt noch nicht genau, was. Also ja. Ich, weil er war irgendwie für mich zu viel am Ende so ein bisschen, ja, ich weiß halt nicht. Ja, aber auch so, ich habe das Gefühl, er ist noch so sehr, sehr zurückhaltend. Weißt du, er ja. Wie du gesagt hast, er kommt öffnen. Nicht ganz aus sich raus, ja, so, weißt genau. du? Das ja. fehlt, glaube ich, noch. So. So, vielleicht auch ein bisschen mehr probieren, so, weißt du? Ja. Vielleicht fehlt so. Da halt noch ein bisschen, wie heißt das Wort? Touch, dieses Gewürz. Ja, du musst bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, ich sag mal Soul, so, ja, weißt du? Ja, genau, ja. Feinschliff, ja, Bruder, das Wort hat mir gefehlt, Bruder. Als nächstes haben wir Chabur. Wer ist Chabur? Chabur, okay. Keine Ahnung, Chabur. Mann, das ist dein Film, du liebst ihn wie Iblis. Ich stand an deiner Seite und dachte, du siehst es auch irgendwann. Fühlst du denselben Schmerz, ja, der in mir bis heute so brennt, viel zu lang. Hab ich versucht, dich zu retten und dabei verlor ich mich selbst. Das passiert mir nicht nochmal, hab gelernt. Und selbst dann passt ich werd nie vergessen, was mal war. Freunde kommen und sie gehen auch, genau wie Geld und Frauen. Das war's. Jemand schreibt hier, oh mein Gott, Daddy rein. Jetzt habe ich alles gelesen. Was? Digga, was passiert hier? Stimme sehr, sehr stark. Er hat auf jeden Fall richtig Gefühl in der Stimme. Ja. Aber irgendwie hat da so das Highlight für mich gefehlt. So, wo der so, wo ich so sage, boah, wow, Alter, so krass. Weißt du? Ich weiß nicht, war das sehr, es hat sich auch sehr kurz angefühlt, ne? Bisschen, oder war das? Also, wenn es sich zu kurz anfühlt, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Weil dann willst du eigentlich mehr hören. Ich muss sagen, seine Stimme ist wirklich Hammer, ne? Der sieht auch fresh aus, der Bruder, das muss man ihm lassen. So, ich denke, das könnte so wirklich so einen Crush-Effekt haben, so, weißt du? Weil er kann gut singen und sonst was. Ich weiß ja aber auch, was er in der Vergangenheit mal gebracht hatte, so. Da war er noch nicht so auf dem Level wie jetzt. Ich muss sagen, er hat sich verbessert. Ich finde, die R&B-Schiene auf jeden Fall bedient er gut. Da steht ihm das, die Schiene bedient er gut und das ist echt sein Ding, so. Das könnte die Frauen so, weißt du? So. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber das ist auch wie bei dem Künstler davor. Er ist schon, er bringt was mit,
Aber so der letzte Feinschliff, der entsteht immer bei Icon letztendlich. Ja, also so zum Beispiel, wie viele Künstler haben was in der Bewerbung mitgebracht, aber der Künstler, den die sein wollten oder leben wollten, haben die erst bei Icon gefunden. Ja, ja. Weißt du? Weil die haben uns 1000 Sachen gezeigt intern. Wir haben gesagt, ey, das steht dir mehr oder das und mit den Videos und mit den Künstlern. Da, Import hier. Vielleicht ist das auch so ein Kandidat und der Künstler davor auch, weißt du? Weißt du, was bei ihm richtig gut war? Der Anfang direkt. Anfang, wenn er reingekommen ist, hat dich direkt so, weißt du? 100%. Manchmal ist auch der Anfang wichtig, weißt du? Wie der das packt. Selig. Und dann die Steigerung am Ende noch, weißt du, was ich meine? Ja, mal sehen. Auf jeden Fall. Schreibt gerne eure Meinung rein für Chabur, votet in der App. Okay, als nächstes haben wir Darki. Straight Outer Kinderzimmer zu Icon 6. Ist das der letzte? Das ist der letzte in dieser Folge, Er disst wen? Hört bis zum Ende, zeigt mir... Bruder, das sieht einfach aus wie die Caption von dir auf TikTok. Nein, was laberst du? Also, viel professioneller aus. Ja, ne, aber nur auf Samsung-Schrift. So. Let's go, wir gucken. Felix Tinanjiop. Step mit mir ins Quarrel und danach braucht ihr ne Therapie. Ey, ihr kleine Penner, wer hat euren Kopf gemacht? Heute seht doch jeder zweite Rapper aus, so wie ein Fortnite-Skin. Euren Scheiß im Studio zu rappen. Heute sieht jeder zweite aus wie ein Fortnite-Rapper. Er redet über Fortnite-Skins und trägt einfach diese Maske. Gleich verglichen ist 24 Tim ein Gangster-Rapper. Ich weiß, dass ich eines Tages zu Gelaber bekannt sterbe. Ey, trage die Maske nur da, ich sonst honere mit deiner Kantenrade. Ich bin Gewinner, ihr Verlierer. Deine Scheiße juckt dir niemand, macht mir kein Feature, weil's von euch keiner verdient hat. Du bist kein kluges Köpfchen. Sage ich, du sollst es wiederholen, bringst du ein Stöckchen. Ich bin Gewinner, ihr Verlierer. Deine Scheiße juckt dir niemand, macht mit keinem Feature, weil's von euch keiner verdient hat. Ihr labert Texte nach, so wie Synchronsprecher. Und PS-Bot ist zu klein für sein Mikrofonständer. Ach, Bruder. 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 Ich geh jetzt, Bruder. Es war schön mit euch. Nein, das war's nicht, Alter. Das war's nicht. Du hattest eine Mission, Bruder. Warte mal, du hast mir gesagt, lieber ich höre das als erstes, bevor ich Taki höre. Willst du deine Meinung nochmal ändern? Nein. Mir sagen? Immer noch nicht. Bruder, ich bitte dich, Alter. Was für Takis, Alter. Lass mal. Safe Takis ist besser als das. Das Ding ist, Bruder, der ist doch als das, ich weiß nicht. Der ist doch schon viel zu krass wie Icon. Ja, nee, der nimmt doch keine Features mehr an, weil keiner hat verdient und so, weißt du? Nein, lass mal ernst bleiben, Alter. Und auf Icon basiert doch nur auf Features und Zusammenarbeit mit Künstlern. Also, ich sag euch so... Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Mir hat's nicht gefallen, gar nicht. Also, von Anfang bis Ende eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Also, was kann ich sagen, Bruder? Ja, ich weiß nicht, wo ich... Was kann ich sagen? Es ist wirklich. Das ist so, das ist wie so, keine Ahnung, so Berlin Flughafen, so wurde Baustelle angefangen, aber noch Baustelle zieht sich noch so lange, so weißt du? Nie beendet so. So, dauert noch ein bisschen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Bruder, das ist absolut nicht meins, Bruder. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ich weiß, wo wir anfangen können. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Ihr findet das unten in der Beschreibung oder irgendwie sowas. Was finden die in der Beschreibung? Keine Ahnung, alle Links. Wie auch immer, keine Ahnung. Das sollte jetzt das Outro sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergisst euch nicht zu bewerben. Wir haben noch 11 Tage. So. Und liken, abonnieren, nicht vergessen, haut rein. Ciao, ciao.